Und damit herzlich willkommen zu einem Angezockt. Wir spielen Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Das quasi... Ja, warte mal, ist das ein bisschen zu laut? Ich weiß es nicht. Nee, alles im grünen Bereich. Sollte für euch richtig sein. Ein Spiel, das, ich glaube, an die alten Teile vom Super Nintendo anknüpfen soll. Was man auch im Koop-Spieler bis zu 4 Spieler, meine ich, erstellen kann. Deswegen steht unten links auch schon direkt Gruppe erstellen. Und ich bin mal gespannt. Ich meine, Ninja Turtles 2 für den Game Boy, ich glaube, das gab es auch auf dem Game Boy damals, gespielt. Und wir fangen mal mit dem Story-Modus an und sagen, wir sind ganz okay oder sind wir schon direkt krass? Nee, wir sind okay, ne? Ich habe ewig diese Spiele schon nicht mehr gespielt, die man vorwiegend auf dem Super Nintendo damals fand. Das sind diese Side-Scrolling-Battle-Games wie Street of Rage zum Beispiel. Sowas in der Richtung ist das. Hier, guck mal. XXX. Schön, dass alles in Gelb ist. Super Angriff ist Y. Dive-Angriff. X in der Luft. Rückwärtssalto und Sprungangriff. B dann X. Nee, Rückwärtssalto und Sprungangriff. Aufwärtskick. X plus A. Harter Schlag. Gedrückt halten, dann loslassen. Greifen automatisch, wenn nahe am Gegner. Schulterwurf. Schleuderwurf. Ach du Schande, wie viel Kombinationen es einfach gibt. Waren die damals auch schon so umfangreich? Komm, überspringen. Das ist ja furchtbar. Wir sollen sich die 21 Schritte auf einmal merken. Wir können Leonardo, Michelangelo, Raphael, Donatello oder April. Oh, wir könnten sogar Meister Splinter spielen. Er ist komplett durchschnittlich. Michelangelo ist schnell. Raphael ist besonders stark. Donatello hat natürlich eine gute Reichweite. April ist besonders schnell. Wie, nur 2 Sterne in Reichweite? Arbeitet sie nicht bei einem Fernsehsender? Ist sie nicht Reporterin? Wow. Deswegen hängt sie mit Turtles ab, bei ihr läuft es beruflich nicht so gut. Und Meister Splinter. Der ist auch langsam, besonders stark. Aber wir spielen ein Turtle-Spiel, wir spielen ein Turtle. So, wie wäre es... komm hier, Donatello. Und da können ganz schön viele zusammenspielen, das waren 6 Slots insgesamt, ne? Hey, was sagen die Nachrichten? Guten Abend, New York, willkommen zurück zur Werner's View, wo die Aussicht immer... kristallklar ist. In der heutigen Show als Geschenk von mir, als Dankeschön für... Ah, was ist hier los? Wo ist der Beleg für das Geschenk? Da kam auch schon der Bösewicht gerade. Die Bösewichte. Bebop Speed. New York, was geht? Wir unterbrechen das Programm. Für etwas Chaos. Die Freiheitsstatue bekommt eine... Rundum Erneuerung, damit sie noch besser aussieht. Folgt Bebops Business Insider, um ihr Debüt zu sehen. Aber das ging jetzt auf einmal schnell weg. Was zur Hölle? Wir müssen zu Kanal 6. Schmerzhafte Eilmeldungen, Episode 1. Shredder. Okay, lass mal gerade gucken. Rückwärtssprung. Springen. Okay. Okay, jetzt hat er Gameboy gespielt. Player anzeigen, alles klar. Dann hauen wir einfach mal drauf. Oh, der kann auch nach vorne dodgen. Da hat er noch hier gerade
das Hotel vermietet. Ach nee, ist ja ein Channel 6. Wollte schon gerade sagen, das sieht aus wie eine Hotellobby. Und der hat hier noch schön ein Dings gemacht. Jemanden entgegengenommen, einen Anruf. Und hat gesagt, okay, Zimmer 5 ist frei. Ich meine, der Laden muss ja am Laufen bleiben. Ja, Bebop. Ich fände es ein bisschen schade, dass Bebop so wenig Details hat. Der ist zu aalglatt. Ich habe den irgendwie ein bisschen runzliger, schmutziger in Erinnerung. Habt ihr es gerade gesehen, als hinter mir einer war? Den konnte ich auch schlagen. Die guten CRT-Monitore, die haben die beste Reaktionszeit und die beste Bildqualität. Ich weiß noch, ich habe das so gerne als Kind geguckt, die Ninja Turtles. Oh, wie ist denn das jetzt gerade passiert? Kann man die irgendwie... Warte mal, ich will... Und dann, ich will den aus der Luft noch erwischen. Was ist hiermit? Jawohl, da war jemand versteckt. Kann man hier hoch? Nee. Ja, man kann das kombinieren, so halb. Hoch und dann runter. Ein Runterangriff. Bum, bum, bum. Oh. Oh nein, der gute Scheinwerfer. Und die Kamera. Der Superangriff ist nicht so ganz berauschend. Ah, nach rangehen zum Werfen. Perfekt. So. Gewalt ist nichts für Kinder, deswegen machen wir die Kameras kaputt, sonst sehen die das ja. Oh, das trifft mich. Ach, ich muss einen Doppelsprung machen. Dann kann man den Angriff machen. Okay. Hey. Lass mich durch. Ich will doch nur raus. Nichts Besonderes. Es ist bis jetzt nur Button-Mashing, aber das waren ja immer so Button-Masher. Oh, habt ihr das gesehen? Ich habe die Kamera geschleudert in die eine Richtung. Weiteren Lebenspunkt erhalten. Gibt's hier Level-Ups oder was? Das hat mich gerade voll an Asterix erinnert. Kennt ihr Asterix, erobert Rom? Wo er die Olympischen Spiele mitmachen muss. Und da kommen sie... Was war denn das? War das ein Österreicher? War das ein Deutscher? Die müssen gegen irgendeinen kämpfen in der Arena. Das ist ein Judo-Meister. Und der tut einen Obelix komplett fertig machen, den Mann.
Der nimmt den gerade, wie der Donatello hier gemacht hat. Und hat nach links, rechts, links, rechts, links, rechts einfach die ganze Zeit geschleudert. Kraftmäßig konnten sie ihn nicht besiegen. Aber Asterix war so schlau, ihn einfach auszutricksen, indem sie ihm gezeigt haben, wie, indem er ihn hat dazu gebracht, ihn zu zeigen, wie man ja quasi sich selbst verknotet. Der war sehr stolz auf seine Flexibilität, der Mann. Und dann hat er ihn immer weiter dazu gebracht, erst seine Beine, dann die Arme komplett zu verknoten wie Brezeln. Ach, das ist so ein super Film. Bebop und Rhino, ne? Konnten wir den jetzt da hinten retten? Erfolg freigeschaltet. Genial. Okay. Der macht hier so, ne? Das geht ganz schön flott manchmal. Nee, guck mal. Hürden 2 von 3. Was das auch immer heißt. Und Sammelobjekte 1 von 2. 6 Minuten 50. Turtle-Versteck. Interessant. Das tut hier nur die Achievements zeigen. Fitness-Tagebuch. Benötigte Punkte. Zusätzliche Lebenspunkte. Ninja-Power-Anzeige 2. Super-Dive-Angriff. Zusätzliche Lebenspunkte. Wo sehe ich denn das? Power-Stufen. 1. Benötigt, ach so, ich bin auf Powerstufe 1, das sagt das Symbol oben. Und die Punkte stehen dabei, wie viel ich brauche. Okay, verstehe. Sehe ich denn hier auch irgendwo meine Punkte? Jetzt muss ich nochmal hier drücken. Das wäre ja natürlich nicht verkehrt, wenn man die auch irgendwo anzeigt. Gruppe erstellen, Turtle-Versteck, RB-Kamera. Ach so, damit wir hier die Karte so ein bisschen sehen. Dann machen wir einfach mal weiter. Big Apple, 3 p.m. Die Straßen von New York. 15 Uhr, Episode 2. Wie hieß der Rhino? Ich weiß es nicht mehr. Bebop und... Der hieß anders, ne? Ich weiß noch, im Turtles-Film, also nicht den 2D-Filmen, wenn es da welche gab, will direkt klarstellen, es stehen aus den 90ern, 2000ern, 80ern, ich weiß es nicht. Den mit den Gummi-Turtles, den, wo die Leute in, ja, Kostümen steckten und Turtles wirklich gespielt haben. Oh, wie habe ich denn das jetzt angefangen? Das sind ja Bebop und das Nashorn aus echten Menschen entstanden. Ich weiß gar nicht, wie die richtige Lore war. Sind die vielleicht auch mit der Flüssigkeit, wo die Turtles in Berührung gekommen sind, quasi auch in Berührung gekommen? Könnte das so gewesen sein? Oder wurden die wirklich verwandelt? Selbst Genies fallen manchmal. Oh, man fällt da runter. Warum die nicht? Und warum macht uns das was aus? Wir sind aus der Kanalisation sowieso. Ach, oben, guck mal, 163 Punkte haben wir. Das heißt, aller Wahrscheinlichkeit nach, das sind unsere Punkte. Ja, guck mal, 65. Boah, das kommt zurück. Oh, thank you. Sorry.
Oh, da ist Aprils Freund drin. Ja, wir sind fast down. Ich hätte gerne Pizza. Ich werde davon auch getroffen. Ach du Schande. Nein, das ist unser erstes Leben weg. Ich versuche hier gerade verschiedene Kombos, aber ich merke keine. Da ist die Pizza, das gibt's ja nicht. Jetzt, wo wir sie nicht mehr brauchen. Wir nehmen sie trotzdem mit. Vielleicht gibt es Bonuspunkte. Zwei Stück runtergekriegt. Ach, verdrückt. Ich bin so gewohnt, aus anderen Spielen mindestens zwei Angriffsknöpfe zu haben, dass ich im Moment echt damit überfordert bin, den einen Knopf nicht zu drücken. Okay, was ist mit der Zeitung? Okay, nichts, was wir sammeln. Natürlich, den Motor nimmt er mit. Okay, aktivieren. Und weg. Bam, down sind sie. Was muss ich denn drücken? Irgendwas? Okay. Ja krass, ich wollte auch Pizza Time im selben Moment sagen. Hätte ich es mal getan. Das wäre so cool gekommen. Nein, 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 nein. Ich gehe mal von aus, auf krass haben die mehr Leben und sind stärker. Machen wir uns also mehr Schaden. Ja, das musste er sich über... Das musste er über sich ergehen lassen. Herrgott. Manchmal ich und meine Wortwahl, ne? So... So, weitere Ninja-Power-Leiste erhalten. Das heißt, wir können zweimal hintereinander Special einsetzen, ha? Oh, da habt ihr es wieder gesehen. Ich habe gegen das... Gegen den... Wie nennt man die Dinger nochmal? Parkzähler? Parkautomaten? Nee, nee, nee. Die haben schon ihren Namen, die richtigen. Ich glaube Parkzähler oder sowas. Gerollt und getreten. Das hat es dann eh gegen den Gegner geschleudert. Rocksteady hieß der. Also mit Ultras geht er ganz schön schnell down, ne? Erledigt. Aber der hat uns auch fast gehabt. Also es geht nicht um lange Kämpfe in dem Spiel. Eher darum, nicht so viel getroffen zu werden.
Yo, April. Geh noch näher ran. Ist näher als die Turtles dran. Besondere Anfrage. Das geht sau schnell weg. Ja, nee. Besondere Anfrage. Los. Ich habe meine geheimen Tagebücher verloren. Könnt ihr sie bitte wiederfinden? 75 Punkte gibt das. Okay, wir haben eins gefunden hier. Wahrscheinlich in jedem Level ist eins versteckt, könnte ich mir vorstellen. Na gut, wir machen mal weiter. Wir wollen ja ein bisschen was vom Spiel sehen. Episode 3, Mutanten auf dem Broadway. Oh, es hat so Fahrlevel auch. Das erinnert mich wirklich voll an Super Nintendo Spiele gerade. Okay. Boah, das ist aber auch schnell. Das, boah, optisch direkt hier zu unterscheiden, das ist schon schwierig. Level gescheitert, du hast Schaden erlitten. Hä? Aber ich fahr doch noch. Gibt wahrscheinlich eine Herausforderung hierfür, ne? Boah, hier keinen Schaden zu erleiden. Da muss man das Level schon ein bisschen kennen, ne? Autsch! Noch. Level gescheitert. Du hast mehr als zwei Treffer von Hindernissen erlitten. Ich will doch immer alle besiegen. Also ich glaube, es ist ganz gut, unser Freund, dass wir die ganze Zeit die Sprungattacke machen. Oh, da ist er. Okay, wie mache ich denn die Angriffe hier? Einfach so oder was? Nee. Ich bin ja schon fast besiegt. Wow. Was sind das eigentlich für Bösewichte, die hier mit dem Skateboard rumfahren? Nein! Boah, wie soll ich denn das erwischen? Das ist viel zu schnell. Das war die erste Pizza, die ich hier gesehen habe. Nicht, dass wir sie gebraucht hätten, aber ich hätte sie rein aus Prinzip gewollt. Also ich weiß noch, auf dem Super Nintendo oder Game Boy war der erste Bossgegner diese Fliege, diese menschliche Fliege. Du hast gegen Bebop und Rocksteady erst viel später gekämpft im Level, im Spiel, besser gesagt. Ich fühle mich ein bisschen wie Kami gerade. Ich mache die ganze Zeit den Abwärtskick. Na, nicht schon wieder. Das ist so schnell vorbei. Kann ich hier irgendwie Gas geben? Nee. Oder bremsen, dachte ich jetzt. Turtle Tenderizer. Turtle zerquetschender Monster Truck. Wie soll ich denn das machen, bitte? Guck mal, ich werde, sobald sie mich treffen, ist ja Schluss. Es langt ja schon zu nah am Rad zu sein.
Mist. Ich wollte doch nicht mehr getroffen werden. Na gut, dann können wir es jetzt auch riskieren und das war's. Ja, ja. Bis zu 6 Spielern auf einmal. Das muss so ein Chaos sein. Das müssen ja auch entsprechend viele Gegner dann da sein. Episode 4. Schlägerei im Zoo. Es gab ja auch noch die Krokodile in irgendeiner Episode. An die erinnere ich mich auch noch. Das waren dann auch 4 Krokodile im Sumpf. Ich weiß nicht, ob... Am Ende waren sie Freunde, meine ich. Ich weiß aber nicht, ob sie das von Anfang an waren. Runter von dem Truck. Ich bin Beschützer von Autos. Vogelkacke drauf ist nicht schön. Das frisst sich durch den Lack. Ich hätte es zu witzig gefunden, wenn wir die Leute schlagen könnten. Habt ihr es gesehen, wer mich geschlagen hat? Ich wollte doch extra diesen hier machen. Bam. Ausweichen und treten. Aber das nutzen sie ganz gut, wenn ich das mache. Mist. Komm, den Mülleimer müssen wir mitnehmen. Da ist ein Tagebuch. Dachte ich mir doch, dass da was ist. Oder waren das Frösche? Der Frosch erinnert mich jetzt so direkt dran. Waren das Frösche im Sumpf? Ich dachte, es gab auch mit Krokodilen, ganz ehrlich. Warum ist der jetzt da? Neue Aktion freigeschaltet, der Superdive-Angriff. Drücke Y in der Luft. Ach nö, wieder runtergefallen. Hä? Nimm doch die Pizza, ich bin noch puff. Mist, ich dachte, ich war weit genug weg. Sushi gibt Punkte, okay. Guck mal, wir sind fast bei 500. So viel ist es ja gar nicht mehr. Okay, ich dachte, da kommen vielleicht noch mehr, aber... Doch, das heben wir uns mal auf. Wie, die waren doch schon draußen. Sei doch nicht so. Wurde mehr als 3-mal ergriffen. Wieder irgendwas vermasselt. Oh, das meinen die mit Hürden. Das sind die Herausforderungen.
Warum nennen die das denn nicht Herausforderung? Sieht man die irgendwo? Hier sind, sieht man sie. Schließe das Level ab, indem du höchstens 3-mal ergriffen wurdest. Haben wir vermasselt. Erleide höchstens 3 Treffer von Hindernissen. Können wir noch schaffen? Besiege 5 Fußsoldaten mit Schleuderslams. Gefundene Geheimnisse 2 von 4. Was ist ein Schleuderslam? Schleuderslam. Hoch und X, während du einen Gegner greifst. Alles klar? Und das war ein Hindernis. Damit ist das auch schon wieder vorbei. So, wir wollten das und Schleuders. Ach, das ist er. Ekelhafter Käfer gefunden. Okay, was bringt der? Waren es jetzt 5? 4. Okay, einmal kriegen wir bestimmt noch hin. Okay, dürfen wir die nicht. Die dürfen wir nicht greifen, die Roboter. Okay, sag das doch. Nicht. Der hat's überlebt, oder was? Jetzt aber nicht. Geschafft. Doch, ich denke doch nie wieder dran. Das ist so ungewohnt. Allgemein, das ganze Kämpfen hier ist total ungewohnt. Okay, wie weiche ich dem aus? Ist das nicht der Kopf von dem großen Riesen, der dieses Gehirn im Bauch trägt? Okay, die kenne ich gar nicht aus dem Turtles-Universum. Dirtbag und Crownchuck. Ja, fast. Oh, jetzt wird's gerade knapp, ne? Keinen einzigen. Das ist ja... Das ist fies. Och, nö. Hat er mich getroffen? Na endlich, der letzte Treffer. Oh, man kann ihn raustreten. Das ist sogar ein Pogo-Stick. Nicht nur eine Kampfwaffe, nein, auch Fitness- und Sportgerät. Episode 5, König der Abwasser. King of the Spill. Kanalisation von New York. Na endlich, da sind wir die ganze Zeit runtergefallen. Lass mal gerade gucken, was sind denn die ersten? Besiege 3 Gegner mit Fallen. Besiege 5 Roboter mit harte Schläge. Erleide höchstens 2 Treffer von Hindernissen. Okay.
Das war bestimmt eins. Shit. Okay, zählt nicht als Hindernisse. Sehr gut. Weil sonst hätten wir es schon vermasselt. Kein Geheimnis? Schade. Oh cool, wir haben das gemacht. Das ist für mich halt wirklich so ein Button-Smasher-Spiel, wo ich sag, klick einfach rum und es passiert schon was Cooles. Auf den Schienen, Pizza. Bis die Bahn rüberfährt, dann ist es kaputt, oder was? Nee, bleibt sogar ganz. Wie geil. Wie oft das einfach abgeprallt ist. Was hier mit? Jetzt ist es kaputt. Der arme Handwerker, der seinen Werkzeugkoffer hier an der Baustelle vergessen hat und am nächsten Tag kommt er wieder. Nichts mehr da. Muss ich alles wieder neu kaufen. Geht zum Chef, sagt Chef, ich hab Malheur. Und dann sagt der Chef, ja, aus eigener Tasche bezahlen. Wer war denn der Trottel, der es hat liegen lassen? Was sind denn jetzt Fallen? Ich habe noch nicht eine gesehen. Oder meinen die damit auch Züge? Dass ich die Gegner hätte vor Züge. Ja, hätte bringen müssen. Na, wir springen mal nicht runter ins Wasser. Das sieht nicht sehr gesund aus. Na, es ist ja trocken. Ey, wann treffe ich denn die? Komm schon. Na, ich krieg das noch nicht getimt, dass ich den richtig treffe. Pass mal auf, wir gehen mal. Nein, spring doch nicht so weit weg. Da ist noch ein Frosch. Oh, das könnte sein, dass wir hier die Gegner einfach in die Mitte locken. Guck. Jetzt habe ich es vermasselt, aber vielleicht kriegen die auch den Damage. Aber keiner ist so doof und kommt hier hoch, außer uns. Sag mal, wie viel hält denn der aus? Weiteren Lebenspunkt erhalten, okay? Das ist wieder so ein Käfer gesammelt.
Okay, der mysteriöse Flötenmann. Red King, alles klar. Mist. Wir können ihn aber auch nicht mehr treffen. Och nö. Ich wollte ihn so schön finishen gerade. Okay, jetzt haben wir den Kopf. Kawabunga! Kawabunga! Show you later, geek. Hey, noch ein Erfolg. Level 6. Mall Meltdown. Mall Massacre. Crystal Palace Mall. Ey, ich will die doch nur greifen. Kann ich nicht irgendwie auch schneller laufen? Oh, noch ein Tagebuch. Sehr gut. Warum sind die Tische so besonders? Achso, weil die kaputt gehen können. Ich wollte schon gerade sagen, warum sind die so schön gezeichnet? Ja, die Arme, jetzt haben wir sie in ihrer Mittagspause gestört. Habt ihr das gesehen? Ja, die Punkte habe ich mir geschnappt. Vandalismus zahlt sich eben aus. Ja, ich hätte gern einmal Sushi, bitte. Aber bitte ohne Fisch. Und Reis. Bitte nur die Algen. Geht das? Ist das machbar? Ich... Ja, die sind schon zu Recht sauer. Ja? Wir haben deren Kundschaft verprügelt. Quasi bewusstlos geschlagen. Beziehungsweise auch deren Geldbeutel für immer weggemacht. Wer kein Geld verdient, kann auch kein Gehalt bekommen. Jetzt haben wir die noch bei ihren Einkäufen gestört. Wir sind ja echt furchtbar. Sind wir mal ehrlich. Die leben hier einfach voll friedlich in ihren Tag hinein. Dann kommen wir an und verprügeln die. Interessante Ketten, die hier in den Kleidungsläden verkauft werden. Die haben ganz schön große Anhänger dran, da. Ne?
eine VHS-Kassette gefunden. Jetzt muss man erst mal überhaupt überlegen. Oh, guck mal, noch ein Frosch. Ja, muss man überhaupt erstmal überlegen, als jüngere Generation, was war noch mal eine VHS-Kassette? Wenn ich ein paar Ältere verwirren will, dann frage ich, was war eine Betamax-Kassette? Betamax kam vor VHS, auch im Videokassettenformat. Und es gab aber damals zwei VHS-Kassettenformate. Oder drei sogar? Es gab ein paar. VHS hat sich dann wirklich durchgesetzt irgendwann. War auch das Bessere dann als Betamax, ne? Betamax war auch schon ganz schön großes Gerät, dieser Videokassettenrekorder. Und wer die alten VHS-Kassettenrekorder kennt, der weiß, wie groß die Kästen eigentlich schon waren. Greifen und nach unten drücken, wirft die Leute hier raus. Geht er gegen die Disco-Kugel? Nee, schade. Sushi-Extra-Punkte? Noch so ein Käfer. Ey, das Ding ist ja echt furchtbar. Ey. Wieso konnte ich die anderen kaputt machen? Oh, wir kämpfen gegen Shredder. Nee, Tempestra, verspielte Dame. Die sagt mir auch nichts. Das Ding allerdings habe ich irgendwie noch im Kopf. Als ob es mir nicht ganz unbekannt wäre. Beende das Level ohne Superangriffe. Ach, das hätten wir machen können. Ja, ey, die Wolken, die sind aber auch übers ganze Feld. Hey, jetzt stirb doch mal, danke. Du kriegst deine letzten Schläge. Da ist er ja, der Körper. Da fehlen immer noch die Beine. Und das Gehirn. Besondere Anfrage freigeschaltet, okay. Wollen wir nochmal rausfinden, was das ist? Finde alle VHS-Kassetten. Eine, okay. Und hier haben wir jetzt 3 von 5. Okay. Ei, gut. Ey, das war doch eine schöne Runde für ein Angezockt. Das nächste Mal, vielleicht machen wir nochmal eine zweite Runde. Das könnte man vielleicht irgendwie so mal einschieben. Das sind ja sehr kurze Level immer.
Und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Die Steuerung müsste man sich vielleicht nochmal zu Gemüte führen, damit man ein bisschen koordinierter oder besser kämpfen kann. Aber auch so, schöner Buttonmasher. Und dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Angezockt. Bye, bye.